So, neue Aufnahme, neues Glück und du brauchst jetzt hier einen Raketenwerfer. Hast du jetzt schon gestartet? Jo. Ding hier, kurz. Kannst Frage. Du dir eigentlich auch mal irgendein System, wie du den Start machst, angewöhnen? Auf die Taste drücken. Da ist dein Raketenwerfer. Ich gehe aber lieber freiwillig nochmal drauf, weißt du. Der hat mich getroffen. Nein. Eine Folge. Gehst du. Zählst du runter, die nächste dann wieder nicht. Ja. Das ist Abwechslung in einem LP. Das ist mich einfach nur abfucken, mehr nicht. So süß. Kennst das doch ein machst LP, du vor allem muss abwechslungsreich sein. Natürlich. Aber nicht, wenn die Leute es nicht mitbekommen. Meinst du? Bin ich mir relativ sicher. Hier sind schon wieder Karkus übrigens. Ich weiß. Oh, ich hab einen Double Kill gemacht. Vor allem, das ist der halb unsichtbare. Was zum Fick? Was bist du denn? Dich kenne ich dich schon? Nein! Nein! Definitiv nicht! Au, da ist eine. Ich bin verreckt. Ist der Demon gestorben? Ja, weil ich in dieser scheiß Kuhle festgehakt bin. Kuhle? Ja, in dieser scheiß Einbuchtung da. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, ja. Boah, vor allem, der ist ja noch nerviger als der vorherige. Nee, ist er nicht. Doch? Nein. Der teleportiert. Okay, ich korrigiere, der teleportiert ja. Also, ich wiederhole, er ist nerviger. Aber er ist nicht so schnell. Er ist vielleicht nicht zu schnell. Kann das sein, dass die Laser die Raketen abfangen? Miau! Fang du mich jetzt nicht auf? Oh, aber der holt sich Hilfe. Und jetzt portet er wieder. Okay, wie war das? Der ist nicht nerviger. Dann macht es zumindest den Eindruck. Er hatte den Eindruck gemacht, angenehmer zu sein, aber irgendwie vielleicht doch nicht so ganz. Ich glaube, wir brauchen wieder neue Raketenwerfer, kann das sein? Ah, ich mag das Zombies aus Maulzahn. Oh, hier, da ist was gekommen. Greift er mich an? Oder auch nicht? Aufnahmedauer. Na, mit der Waffe ist es langweilig. Kann ich mir irgendwie die Aufnahmedauer im OSD anzeigen lassen? Das macht der Afterburner doch sowieso. Nicht, nee. Wenn du es nicht aktiviert hast, Demon. Musst du im River Tuner erst anschalten. Und zwar ist das die Option. Show Statistics. Ja, das muss auf an. Und das von Y-Point auf Framebuffer stellen. Ja, Viewport okay. Auf Framebuffer umstellen ist sowieso wichtig. Klar, Viewport ist ja viel beschissener. Ja, ist aber nicht standardmäßig umgestellt, ne? Ja. Ja. Fragwürdige Standardeinstellungen. Als wenn wir es nicht von anderen Programmen schlimmer gewohnt sind. Wie war nochmal die Standardeinstellung bei Bandicam? Erinnere mich nicht daran. War das nicht mit MPEG 1 ja. Und MPEG 2 Audio? Also. Also das ist ja wohl wirklich echt das Schlimmste. Da ist mein Raketenwerfer. Meiner. Ich hab ihn dir gelassen, ich hab kurz vorher gestoppt. Legacy. Jetzt brauchen wir für dich noch... Oh, das ist doch total umständlich gemacht. Das ist jetzt echt nervig. Oder wir sind einfach mit der Schrotflinte zu schlecht. Nein, das ist einfach nur nervig gemacht. Was willst du denn jetzt noch? Sterb. Was, da waren ein paar Zombies, hab ich mal eben vernichtet. Okay, komm. Zombie. Ich fiste euch weg. Oh, das ist ja echt blöd gemacht hier. Ach, wie kommst du noch auf die Idee? Zeitverschwendung. Oh, jetzt kommt er wieder.
Tötet ihn! Er ist so vor meiner Linse weg. Ich will die Kettensäge. Warum gibt's hier keine Kettensäge? Indem, Dingsdoom weiß schon hier, wo ich meinte mit Quad-Shotgun und so, die hatte sogar eine Doppelkettensäge. Ja, ich weiß, es ist auch Komplex-Doom. Natürlich gibt es dann die Doppelkettensäge. Ich weiß jetzt nicht, ob der normale Komplex-Doom-Server das auch hat. Komplex-Dooms, das sind alles die Komplex-Doom-Waffen, die du da gesehen hast. Ja, du weißt aber hier, Bosses from Hell Komplex-Doom muss ja auch irgendwie erstmal an die Waffen rankommen, ne? Ja, aber wenn Komplex Doom drauf läuft, dann erwarte ich, dass auch dessen Waffen dabei sind. Sonst wäre das ja eine schlechte Portierung. Müssen wir über schlechte Portierungen reden? Ich glaube, da wissen wir schon genug. Also Demon, das Thema können wir immer weiterspielen. Munition ist da, um verschwendet zu werden. Ja, wenn wir mal ordentlich... Da, oh, da ist dein Raketenwerfer. Soll ich jetzt durchs Portal gehen? Das wär's doch. Kommst du her und lass dich totfisten? Was lebt, das Ding ist immer noch, oder was? Nein. Meine Güte. Oh, die Zombies kommen auch wieder. Ich wollte ihn halt mit meiner Faust töten, und? Und das dauert so lange. Wenn man immer daneben trifft, wenn man zu kurze Arme hat, kann passieren. Bist du soweit? So ein Revenant braucht eigentlich nur zwei Schläge, ist er hin. So, weiter geht's. Was ist das denn? Seine Schüsse lieben sind hier noch. Ja, nee, ist klar, und die treffen mich jetzt auch noch. Was ist das denn für ein unfairer Bullshit hier? Komm, halt ihn drinne! Müssen wir ihn drinne? Alter, der teleportiert sich, vergiss das nicht. Ich hab aber gedacht, wenigstens so lange wie es geht ihn drinne halten, ne? Weigere dich nicht, meine Raketen zu essen, du blödes Vieh. Die sind richtig lecker. Er portet. Die sind lecker, die Raketen. Ess sie auf. Ah, verdammt, wo ist er? Hinter dem Ding. Schöne, gute, leckere Raketen. Was hast du dagegen? Wahrscheinlich gegen den Explosionsschaden hat er was. Ach, das soll sich doch nicht so anstellen. Das ist doch schöne Wärme. kann ich das mal bei dir ausprobieren? Nee, kannst du nicht. Die Raketen fliegen durch uns durch. Ich meinte auch in echt. Dann besorgt er erstmal einen Raketenwerfer. Wenn ich Demon im Forum suche, dann gehe ich einfach auf irgendeinen Thread und dann ist er schon. Nein, da. Nicht auf irgendeinen Thread, sondern auf irgendeinen Thread im Audio- und Videobereich. Nein, das ist ganz wichtig. Haut ab, ihr Alter! Ey, er ist noch der Weil diese komische Scheiße hier gerade leckt. Ja, natürlich, es laggt. Deswegen ich auch keine Probleme hatte. Ja, dann guck das Video an, da stimmt sogar Waiting for Server. Ja. Wie machst du das eigentlich immer? Weiß nicht, frag den Server. Vor allen Dingen, wir haben den Boss geschafft, beide sind am Leben. Aber nein, wir brauchen trotzdem wieder einen neuen Raketenwerfer. Ja, kann ich auch nichts für, wenn der laggt hier. So. Jetzt stirb doch mal, du scheiß Robot. So, das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Ja. Abonnieren. Demon. Den Demon oder was? Ja, ja. Wie kannst du nur? Der darf doch nicht über 500 haben. Das habe ich doch schon lange. Das ist doch der Witz da dran. Mann. Ich brauche einen Raketenwerfer. Ich habe keinen mehr. Ja, weil er meinte, zu sterben. Ja. Weil der Server sich gedacht hat, Waiting for Server-Nachricht ist klar, eine super geile Sache. Der Server. Wenn es der Server gewesen wäre, hätte ich es auch gehabt.
Nein. Es war dein Internet. Nein. Doch, wenn er Serverprobleme gehabt hätte, hätte ich es auch gehabt. Nein, nicht zwangsläufig. Ist wirklich... Aha. Nee, ist tatsächlich so. Das naja, seien wir einfach froh, dass ich es nicht hatte. Nachher wäre ich auch noch krepiert. Mein Raketenwerfer kommt. Hier, so tötet man einen Revenant. So. Fragt ja, was dabei dir so lange gedauert hat. Ich hab auch gerade noch mit drauf geschossen. Ich mein, ja, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Nein, überhaupt nicht, ne? Nö. So viel hält ist Revenant richtig. Nicht aus. Dafür hat er aber einiges ausgehalten. Warlords of Hell, also kommen jetzt zwei, oder was? Da stand ein S hinten dran. Ich hab keine Ahnung. Könntest du mir bei den Dicken hier mal helfen? Nein, ich kümmere mich um die Bosse. Sie sind viel ach ja, Dings 10, ne? Was für ein Ding? Gate 10. Do you know? Hörst du auf? Oh, ich glaube, ich habe keine Rocket. Wieso habe ich keine Rocket Launcher Muni? Was? Hast du vergessen, Raketenmunition einzusammeln? Ich habe eingesammelt, aber wahrscheinlich nicht genug. So, einen Boss habe ich schon mal. Oh, der ist ganz schön aggressiv geworden, dein Typ wieder. Ist er das? Ja. Der schießt also ganz schön. Okay. Was waren das für Schwächlinge? Die konnten ja gar nichts. Und das als Gate 10, ne? Ist auch glaub, das ich glaube, das ist das erste Video, das ich sehe, wo 45 FPS hat auf YouTube. Welches? Von Demon, Rise of the Triad. Jo. Ja, anders kann er es nicht aufnehmen. Das. Du glaubst gar nicht, wie viel Leistung dieses Spiel zieht. Ja, ja. Kümmere dich mal um das Programm, was ich dir empfohlen habe. Guck dir das mal an. Ja, vielleicht läuft es dann tatsächlich besser. Aber ich denke, ich werde trotzdem bei 45 FPS bleiben, weil YouTube das auf 45 FPS schon genug zermatscht. Hier ist ein Arachnotron. Das könnte eine Chance für eine Plasma-Gun sein. Was? Was? Jo, er hat eine Plasma gedroppt. Okay. Wir müssen unseren Plasma-Vorrat aufbauen. Okay. Was bekommen wir dann aber, wenn wir Tier 3 schaffen? Also wenn Tier 3 ja geschafft ist. Nee, freigeschaltet ist. Was für eine Waffe gibt's dann? Vielleicht eine BFG. Und was ist, wenn wir T3 geschafft haben? Nein, ist alles super. Kriegen wir dann standardmäßig die BFG oder was? Keine Ahnung. Was liegt denn da drin? Ich sehe da nur Plasma-Munition drin. Und ein Plasmawerfer. Ja. Also nichts Besonderes. Ja, nein, ich meine ja, was dann hier an Monster spawnen? Keine Ahnung. Da kommen ja einfach noch Cyber-Demons oder so. Wäre definitiv lustig. Es ist ein Raketenviech! Oh, da kommt jetzt einiges hochgestürmt hier. So. Ach ja, du hast ja schon die Dings. Ja, ich habe eine richtig tolle, geile Plasma. Cheetah! Ich habe einen Baron gehört. Ja. Was droppt der? Keine Ahnung. BFG vielleicht, das wäre doch was. Oder gar nichts. Das ist ja langweilig. Ich hatte auch noch recht, das ist das Schlimme da dran. Na, aber was soll auch für eine Waffe zum Baron passen? Das ist. Muss ich schon fast sagen, dass der nichts spawnt. Die grüne? Was, die Feuerbälle vom. Nee, die BFG, das passt eher zu einer Monster, der auch BFG schießt. Da, deine Plasma. Ja, bin schon dabei. So, wo ist die Plasma? Was? Wie er sie liegen lässt. Stimmt gar nicht. Als wenn ich sowas machen würde. Warte kurz, ich muss noch eine Sphäre einsammeln. Kann losgehen? Jupp.
Okay, mit Gebrüll! So. Auf geht's in die Schlacht! Was macht der Baron vom Boss? Sterben? So. Erstmal mit einer Shotgun begrüßen. Hier gibt's ja keine Plasma-Muni. Da verfolgt dich ein Baron. Was? Was? Wo? Wo? Da. War ja ein guter Start. Muss ich ja sagen. Ab wann ist man eigentlich Meister im Baron? Ehrlich gesagt, keine Ahnung und irrelevant. Ja, schon, aber ich habe gerade trotzdem. Was fragst du gerade? Ich höre nur noch Plasma-Schüsse. Oh! Er hat wiederbelebt! Ja, der kann wiederbeleben. Okay. Überhaupt nicht nervig. Okay, er hat wiederbelebt. Mir egal, ich schieß auf den Boss. Das kann er ja gar nicht. Ja, aber du weißt, dass ich mich darum kümmere, ne? Jo. Wenn die mal im Weg sind, kann ich vielleicht auf den Boss schießen. Ah, jetzt meine Plasma-Munition alle. Aber ich habe ja noch Raketen. Ach, musstest du das sagen? Jetzt ist meine auch leer. Meine HP ist fast leer. Echt? Oh, Tatsache. Ja. Was ist denn das geschafft? Wir liegen sehr gut in der Zeit. Der hat ja auch nichts drauf. Der ist ja voll schlecht, der Boss. So. Victory. Was für ein Noob-Boss. So. Tu mal nicht so. Das haben wir auch schon bei anderen Bossen gesagt und sind elendig draufgegangen. Ja, aber der war ja ein wirklich Noob. Hast du deine Plasma schon aufgefüllt? Nein. Langsam. Aber meine Raketen. Wo ist denn die Plasma-Munition überhaupt hin? Ich weiß nicht, wovon du redest. Welche Plasma-Munition? Seit wann gibt es hier Plasma-Munition? Ja, ja, schon klar. Dann nehme ich halt die Rucksäcke, die geben auch Munition. Ja. Echt? Natürlich. Die guten Rucksäcke. So. Okay, gut. Wie voll bist du? Voll, voll. Aber ich muss doch diese ganzen Robots hier platt machen. Du auch? Ja. Oh, da kommt ein Raketenwerfer. Könnte es! Das ist deine Aufgabe. Was machst du? Der Robot. Töte die Roboter! Meine schöne Plasma-Gun! Ich höre. Viel nerviger als alles andere. Ich höre einen Baron. Ey! Ja. Der trifft ja sogar. Don't die! Ich sterb nicht. Kein zu platt machen, ist deine Aufgabe. Warum? Weiß nicht. Musst du mir erstmal Waffen holen. Lebt ja immer noch. Ja. Deine Plasma kommt. Erstmal meine... Hä? Deine Plasma kommt. Da unten, da. Töte die Spinne! Die gute Spinne. Gute alte Nervensäge, ne? So, hast du es jetzt? Ja, also ich bin bereit. Jetzt muss ich nur das Portal finden, wo war. Und Tier 2. Oh Gott. So. Ach da. So. Du kannst ja auch nichts merken. Nö. Ja, mach du die Barone platt, das machst du gut und ich. Du kannst mithelfen. So. Was zum Fick, da war ja noch einer. Ja, natürlich. Ah, du machst das schon. Lieber um den Boss. Ja, ich mach das schon. Ich hab schon die Hälfte meiner HP verloren. What the fuck? Es ist ein Instant Killer wieder. Also ich bin noch nicht gestorben, Instant. Ja, ich meinte den da. Das meinte ich, von ihm hatte ich ja schon einen Treffer kassiert. Achso. Na gut, ich habe auch zwei Treffer kassiert, aber trotzdem, der Schaden war enorm. Aber der ich war aber schon auf die Hälfte meiner HP runter. Aber der zweite Treffer, der war Bestandteil von seinem Schuss. Also, die Bosse schießen ja immer mehr auf einmal. Klar.
Aber ich habe schon wieder keine Plasma, das stört mich. Ich kenne irgendwoher dein Problem. Das ist ja blöd gemacht. Ja, vor allen Dingen dadurch, dass ja jetzt man diese Waffen vorher schon bekommt, haben sie einfach den Schwierigkeitsgrad angehoben. What the fuck? YouTube löscht übelst viele Thumbnails von mir einfach und ich muss die wieder hochladen. Was? Hallo, das Problem kennen wir doch schon von YouTube momentan mit den Thumbnails. Echt? Dass sie, natürlich, dass sie einfach rausschmeißen. Warum? Weil YouTube momentan extrem viel am Arbeiten ist. Oh, da kommt, also, da kommt wow. Mal ein Kubus. Ja, in dem Fall... Ja, hat aber nichts, ne? Soll ich jetzt die immer wieder updaten, oder was? Keine Ahnung, das Problem... Kannst du sie auch weglassen, wenn du nicht willst. Das Problem habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal. Ja, weil... Doch, da haben sich schon einige im Forum drüber beschwert, dass die Thumbnails verschwinden. Weil ich habe jetzt zum Beispiel bei mehreren Videos habe ich jetzt schon 3-4 Mal die Thumbnails hochgeladen und die gehen immer wieder weg. Ja. Doch, ey, das ist doch voll die Verarsche. Auch weißt du, was bezahlst du was für YouTube? Sind die Videos, aber trotzdem. Sind die Videos, und wenn sie momentan die Probleme öffentlich haben, weil sie am Arbeiten sind und dann eigentlich die hohen 60 FPS-Stufen vorhanden sind, ja, ist mir scheißegal. Aber bei den großen Channels ist es nicht so. Sind deine Videos auch denn schon die öffentlich? Werden ihre Probleme haben. Sind deine Videos denn schon öffentlich? Ja klar, schon lang. Ah, okay. Dann liegt's daran nicht, YouTube, weil das war ja oft auch nur so eine Sache. YouTube macht zwischen große und kleine, was Probleme angeht, gar keine Unterschiede. Wir müssen mal die Aufnahme neu machen. Oh stimmt, 21:46.